Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich habe jetzt vor, mal hier das nochmal zu riskieren. Jo! Aua! Okay, aber noch zu stark. Die sind noch stark, aber wir hauen auch ordentlich drauf. Gehen wir nochmal kurz zurück, bisschen Gesundheit aufladen. Aber wir kommen jetzt gegen die an. Nahrung. So, essen wir das mal. So, und das gibt auch noch mal ordentlich. So, und jetzt noch einmal. Machen wir den hier kaputt. So, was hat der? Rostiges Schwert, können wir gut verkaufen. Aber ansonsten hat er nichts. Okay, wo ist denn der nächste? So, komm. Ey, das waren meine Erfahrungspunkte. Was bist du denn für ein Arsch? Nimm doch einfach meine Erfahrungspunkte weg. Cavalorn. Das ist Cavalorn. Okay. Zu dem musste ich doch, ne? Dann führt das da zum neuen Lager, der Weg. So, Wein. Nehmen wir mal mit. Hier gibt es wieder Äpfel. Okay, mit den Fleischpflanzen kann ich nichts machen. Was sind da? Knüppel. Können wir alles noch verkaufen? Reisschnaps und ein Krug. Da haben wir wieder. Was sind das? Ah, hier. Jo, hier ist eine Spinne reingekommen. Fenster sehe ich da gerade. So, wir machen jetzt eben noch ein Save-Game. Kann sein, dass ich mich gleich erschrecke, weil die Spinne jetzt auf einmal vom Fenster hier rüberkommt. So. So. Da haben wir eine geheime Tür. Will das damit nehmen, den Serapis? So, irgendwas mussten wir mit Cavalorn machen. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Hm? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, wo hat er hier... Hier gebratenes Fleisch, Pfeil, Kurzbogen, Reiterbogen. Ich würde vielleicht den hier erstmal nehmen. Und gebe ihm dafür das, das, das. Was kann ich ihm noch geben? Warte mal. Der hat gar keinen Wert. Kann ich ihm das geben? So, was könnte ich ihm noch anbieten? Hier, Reisschnaps. Ah, ich muss auf 40 kommen. So, was haben wir hier? Wein. Äpfel. Jo. So, dann haben wir jetzt wahrscheinlich den Bogen, oder? Wo haben wir den? Kann ich den auf die 2 setzen? Ah, okay.
Nice, dann können wir jetzt nochmal ein Save Game machen. Wenn wir jetzt einen Bogen haben, dann sollten wir auch die Pfeile, die wir verschießen, nicht mehr einfach so... Steuerung 2? Ah, ich kann so noch ein bisschen rein und raus zoomen mit Steuerung. Ne, ohne Steuerung sogar. Ah, okay. Okay, da können wir nicht, da können wir gar nichts machen. Dann gehen wir erstmal weiter. Es gibt hier zwei Wege. Da hinten rum und einmal hier rum. Und hier haben wir wieder einen Scavenger. So. Und hier auch noch ein paar. Nice. Yo. So. Da liegt auch noch was, das wir mitnehmen können. So, da müssen wir jetzt eben noch was essen. So, das müsste reichen. Dann machen wir jetzt nochmal ein Safe Game. Ah, Moritz. Jo. Gibt jetzt erstmal ordentlich Erfahrungspunkte. Nice. Und so. Was haben wir hier noch? Noch eine verwitterte Axt. Ein Trank. So, der Leichnam hat gar nichts, ne? Boah, aber geil, wie stark wir jetzt mittlerweile sind gegen diese Viecher. Klar, noch nicht gegen alle. So, wir sind immer noch bei Stufe 2. Aber Stufe 3 kriegen wir gleich auch noch hin. Bisschen was essen vielleicht wieder. So können wir das essen. Einmal voll gemacht. Was ist das? Steinwurzel. Ach ne, das sind die Wölfe. Die Wölfe kommen wir noch nicht gut an. Da würde ich vielleicht noch mal auf die Stufe 3 vielleicht aufsteigen wollen. Dann gehen wir mal den anderen Weg. Da lag auch noch was, oder? Steinwurzel wieder. Hier auch noch was? Nö. Dann gehen wir mal den anderen Weg hier. Nein! Alter, das ist jetzt aber... miese. Okay, aber die haben wir gekillt. Jetzt nochmal die Maurets da drin. Jo. So, alles klar. Das war jetzt so keine gute Idee. Den nehmen wir eben mit. So, nochmal schnell was essen.
Essen wir mal die Waldbeeren. Und noch einmal. So. So ist besser. So, dann können wir jetzt das einmal richtig mitnehmen. Und gönnen uns nochmal. Dann machen wir jetzt diesmal ein Safe Game und springen diesmal nicht darunter. Warum juckt die Nase die ganze Zeit? So, die Spinne ist weg. Wo ist die Spinne hin? Na egal, wir gehen jetzt mal hier rum. 2030 haben wir Punkte. Ah, da sind die Dinos. Okay, wie machen wir das mit den Dinos gleich? Wir können mal schauen. Vielleicht sind wir doch stark genug gegen die. Wenn wir es nicht riskieren, nicht ausprobieren, dann wissen wir es auch nicht. Okay, die Dinos sind deutlich stärker. Dann gehen wir mal lieber wieder zurück. Dann müssen wir erstmal hier klarkommen, zurechtkommen. Müssen wir schauen, dass wir vielleicht irgendwie auch endlich mal eine Karte bekommen. Von der kompletten. Vom kompletten Gebiet. Da können wir erstmal nichts machen. Ah, Scavengers! 4 Stück. Das sind noch mehr Erfahrungspunkte dann. So. Jo. Komm, wir sehen den noch an. So. Jo, nice. So. Und hier. Dann jetzt noch eben kurz was wieder essen. So. Safe Game. Nase kratzen. Und dann hier nochmal weiter schauen. Wie weit sind wir? 22:30. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden zum Erlegen. Schön wäre es, wenn hier auch wirklich ein bisschen was auch noch respawnen würde. Dann könnte man auch ordentlich grinden. Wie sieht es in der Höhle aus? Ach, hier waren wir schon mal, glaube ich, oder? Ich glaube, hier waren wir schon. Jo, hier waren wir schon. Aber den Weg waren wir noch gar nicht gegangen. Mal schauen, wo das hier hinführt. Dann gehen wir ein bisschen auf Erkundungstour. Ah, es geht hier in den Wald. Und da sind noch ein paar Scavengers. Die sind gerespawnt, oder? Wir waren weit genug weg, glaube ich.
Und da sind noch mehr. Und hier sind noch mehr. Die gönnen wir uns jetzt. Die Plage lassen wir. Aber die holen wir uns. So, noch ein paar Splitter weg. So. Jo. Nochmal ein paar Schritte zurück. Jo, komm, tritt ihn doch. Müssen wir jetzt eben kurz den Weg nochmal zurücklaufen. Dann wir essen können. Ich hoffe, der bleibt jetzt erstmal ein paar Schritte weg. So, was essen wir? Machen wir erstmal die hier weg. So, und dann schnappen wir uns den. Ah, okay, die anderen haben sind gedespawnt. Weil wir zu weit weg waren. Scavenger oder Dino? Alter, wie viele Tiere da sind. Okay. Die Wölfe brauche ich mir noch nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Aber dass hier direkt so ein Wald ist. Finde ich schon krass. Welchen Level sind wir jetzt? 24, 30. So, dann machen wir hier aber auch nochmal ein Safe Game. Hä? Achso. Sonst gibt es hier keinen Weg. Nur halt diesen Graben. Diese Grube hier. Wir den anderen Dude da nochmal finden. Der eine Karte haben könnte. Der letzte Scheiß. Manche lernen eben gar nichts dazu. Hier Dexter hieß der, glaube ich, oder? War es Dexter, der eine Karte hat? Hier Dexter. Der letzte Scheiß. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Immer wieder dieselbe Leier. So, die Karte wollen wir haben. Und wir bieten ihm. Warte mal, was. Das ist ein Wert. Münze, keine Ahnung, was das. Ja, ich glaube, mit Münzen können wir hier noch nichts machen. Extrakt heilender Kraft. Lebensenergie 70 Bonus. Behalten wir. Wahrscheinlich hast du recht. So, geben wir das. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Ich bin kein, absolut idiotisch. Ja. Noch ein bisschen. Ah, zu viel. Ah, warte, da war was. Solange ich nichts damit zu tun habe. Genau, dann geben wir die noch ab. Und dann nehmen wir die wieder zurück. Und jetzt fehlt uns noch ein bisschen was. Ja, okay, komm, machen wir so. Annehmen. Dann müssten wir jetzt eine Karte haben, ne? Ah, nice. Das ist die komplette Map. Okay. Hier können wir überall nur hin. So. Okay, von da oben kommen wir. Vom Norden. Das ist der Süden. Wo könnte wohl das alte Lager... Also wir sind im alten Lager, das ist das Zentrum hier.
durch die Wälder, da kommen wir auch noch irgendwie ein bisschen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Mhm. Aber groß ist die Welt nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es wirkt nur so riesig. So, dann gehen wir mal hier nochmal rum und schauen, ob wir da irgendwo noch was finden, wo wir noch ein bisschen skillen können. Denn ich würde gerne vom Skill her noch ein bisschen höher kommen. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Ich hab's mir überlegt, ich würde doch gern die 10 Erz... Nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Kann ich da... Das ist der Dude, der hier die Schläger da auf uns gehetzt hatte. Ich würde es jetzt vielleicht doch nochmal versuchen. Wir sind ja, glaube ich, einmal aufgestiegen seitdem. Ist er denn noch da? Okay, wir riskieren es. Beziehungsweise wir... So. Hier sind wir. Ja. Ich soll dir schön... Hä? Warum nimmt er nicht die Waffe raus? Aua! Schnell. Bist du jetzt weit genug von mir weg? Nein! Der läuft mir ja immer noch die ganze Zeit hinterher. Feigling, komm zurück! So, wo ist denn der? Da hinten. Ja, dann essen wir das hier. Ja, und der geht wieder rein. Willst du wieder Ärger? So, der wollte eh Stress. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Nee, erstmal Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Okay, dann haben wir den jetzt als Verbündeten, oder wie jetzt? So, das ist der Wichser. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Den müsste ich noch fertig machen. Okay, dann gehen wir aber mal da hinten rum. Ja, wie die mich immer hier anschauen. Ich fühle mich immer ein bisschen beobachtet hier, wenn die mich hier mal anstarren, wenn ich da an den vorbeilaufe. Hier diese Blutwürmer, Blutfliegen oder wie die jetzt hießen. Lass ich mal in Ruhe. Da sind Scavengers. Das heißt, hier gibt es noch mal ein paar Punkte abzuholen. So. Nice.
gucken wir mal, was wir hier noch finden. Da sind noch mal ein paar. Alter, wie viele Warane da sind. Die können auch schwimmen. Zeit zu gehen. Wie soll ich gegen die klarkommen? Wie soll ich gegen die alle kämpfen? Wirklich, also... Einer schon... Der kam mir sehr verdächtig nah. Ja, aber ein Varan war da hinten schon heftig. So, dann gehen wir noch mal hier rein. Gehen wir mal kochen. Gott, schon da rein. Nicht alles klar. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie viel haben wir jetzt eigentlich insgesamt? 470 fehlen uns noch für die Stufe 3. Ja, die Wegfindung der Charaktere ist manchmal echt lustig. Der schon wieder. Glaubst du, dass uns mal jemand von außerhalb besucht? Wohl kaum. Was? Weil die kommen ja dann nicht mehr raus, oder? Der hat genug. Erfahrung plus 0. Mal gucken, was der hat. Im Inventar. Jo, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Erfahrung wirklich plus 0? Ja, wirklich plus 0. So. Ah, hier haben wir Sketty. Warte, trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Achso, genau, 50 Erz und 10 Lernpunkte. Nee. Lassen wir mal. Dann gehen wir mal eben den Kram von Mutt hier verkaufen. Ja, der sollte mich wirklich mal in Ruhe lassen. Alter, auf einmal das Licht. Und der Karl schon wieder. Und hier Modrak. So. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Was kann ich ihm verkaufen? Die Karte lassen wir. Hier lassen wir alles. Das brauchen wir noch. Hier, die Keule. Sonst habe ich nichts mehr. Jo. Und hab ich jetzt... Ich hab 18 Gold, okay. Wir können es mal riskieren. Warte mal, hier vorne haben wir ja noch erstmal das Ding, die Pfanne. Nein, hier Pfanne. Erstmal alles kochen. So, wie viel haben wir noch? Immerhin geht das so schneller. Jo, haben wir alles. Dann können wir jetzt ein Save Game machen. So, und dann probieren wir. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So, dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Ja, wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist.
Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte? Könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Laris? Aber den Namen habe ich gehört. Du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Ja, komm, lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Jo, dann gehen wir mal dahin. Dann ist er zumindest hier weg. Aus dem alten Lager. Und er prügelt, hilft mir beim Durchprügeln zum neuen Lager. Den interessanten Weg nimmt er. Und dann schauen wir mal, was wir da alles kriegen, finden und so weiter. Dann bin ich auch wenigstens nicht alleine hier am Kämpfen. Und bin dann auch nicht so aufgeschmissen, wenn ich gegen die Wölfe hier als Beispiel kämpfe, die noch zu stark für uns sind. Ich hoffe, der geht jetzt aber nicht dadurch. Da. Und jetzt die Map. Okay, der geht, läuft weiter. Ne, doch nicht. Der bleibt stehen. Der wartet auf uns. Aber okay, wenn wir die Map aufmachen, dann ist drum. Also, das Spiel an sich läuft noch weiter. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen gleich gegen die Dinos. Okay, wo geht er hin? Okay, welcher Weg führt jetzt zu... Ah, okay, es ist schon der Weg. Der hier oben, das war gegen die Wölfe, glaube ich, ja? Genau, hier vorne waren die Wölfe. Oder auch doch nicht. Doch. Okay, nice. Und die Erfahrungspunkte habe ich jetzt bekommen. Aber wahrscheinlich ein bisschen weniger als sonst, weil er ja geholfen hat. So, Rappes nehmen wir mit. Achso. Gut, die Waffen nehmen wir mit. Wo ist die andere Waffe? Da. Was ist denn hier? Ist das eine Bank oder eine Truhe? Da haben wir eine Truhe. Ah, und ich habe keine Dietriche mehr. Ah, Scavengers? Ja, komm. Gehe ich erstmal mit dir. Also altes Lager, neues Lager und Sumpflager gibt es hier. Und halt das Orklager. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast,
Triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir okay, sehen uns. Alles klar. Dann gehen wir mal da rein. Wenn du meinst. Okay, ich kann hier einfach so reinspazieren. Bandit. Ich dachte, das wird schon lang. Boah, wir machen erstmal hier ein Safe Game. Nicht, dass wir jetzt hier drinne attackiert werden und dann es vorbei mit uns ist und dann den ganzen Weg von vorn. So. Ah, da ganz im Westen, das ist das alte Lager. Das neue Lager. In der Mitte ist das alte Lager. Dann gehe ich mal von aus, ganz rechts, da im Osten, das ist das Sumpflager. Und die Orks sind hier im Süden, die südwestliche. So. Okay, hier sind das Bauern. Bauer. Schläger. Lefty. Der Reislord. Schläger. Bauer. Bauer. Nur Bauern hier. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich, ich bin neu hier. Entspann dich, ich bin neu hier. Hm. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Um den Mistkerl hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat? Zur Selbstverteidigung? Machen zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Ja gut, dann machen wir das. Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein, dafür werde ich dir nichts beibringen. So, okay. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Ich habe nochmal über die Sachen nachgedacht. Nee, lassen wir mal. Lassen wir den mal auch in Ruhe. Ich glaube, die machen jetzt alle mal Feierabend. So, und dann würde ich sagen, wir machen auch in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!